Gut, dann erstmal einen schönen guten Abend, liebe GPN. Ihr kennt ihn, Felix, er lebt mit der DSGVO, fotografiert in seiner Freizeit unter Wasser und jetzt möchte er uns erklären, warum nur der faule Admin ein guter Admin ist. Bitteschön. Danke, danke. So. Ich gebe es gleich zu, im privaten Leben arbeite ich in einer IT-Unternehmensberatung. Ich habe den Vortrag normalerweise immer vor Management gehalten. Ich habe versucht, ihn jetzt etwas technischer aufzubauen, damit ihr mir nicht einschlaft. Aber ich denke mal, das Hauptdilemma werdet ihr kennen. Wer von euch ist Entwickler? Wer von euch ist der Admin, der es nach dem Entwickler verwalten muss? Okay, es ist entweder sehr viel DevOps oder 50-50 Grad. In der Regel, man kennt es von alten Prozessen, es gibt eine Abteilung, das sind so die entwickeln irgendwie schwarze Magie, bei uns auf dem lokalen Host, sagt, bei mir hat es geklappt, du bist dran. Ja, das ist dann das, wo man dann immer sagt, so, ja, irgendwie haben wir Probleme bei uns in den Teams, die mögen sich nicht, die verstehen sich nicht, wir haben total hohe Betriebskosten, wir brauchen neue Prozesse. Ihr werdet es merken, der Vortrag der faule Admin ist ein Mix aus, was brauche ich als Admin, um faul sein zu können und was ist eigentlich der Wandel, der sich jetzt über die Jahre ergeben hat in Richtung DevOps, was braucht man dafür, um sowas machen zu können. Wenn man mit Management redet, das ist die erste Folie, die man findet, wenn man nach Hacker googelt, das ist ungefähr genau das, was ankommt beim Management. Ja, der macht da irgendwas auf der Konsole. Wir wissen nicht, was er tut, aber es funktioniert, wir brauchen ihn. Kommen auch immer Kollegen zu uns ins Büro rein. Ja, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ja, ist ein bisschen Counter-Strike zocken, dann müssen wir noch YouTube schauen. Was meinst du, was wir den ganzen Tag tun? Arbeiten? Ja, aber ich sehe euch immer nur vorm Laptop und da macht, ihr seid gar nicht gestresst. Wo mir von mir die Frage kommt, ja, welcher Admin ist denn besser? Was für einen Admin brauchen wir eher? Meint ihr, wir brauchen so den Hängematten-Admin oder unseren Superhelden? Wer ist denn hier für den Hängematte-Admin? Überraschung, die Mehrheit. Wer ist für den feuerlöschenden Superhelden, der kleine Kinder rettet? Yes, richtige Antwort, ich stehe nicht vor Management. Für Management ist der Admin immer der Feuerwehrler, der nachts einspringt, der alles rettet. Ja. Wenn deine IT-Abteilung irgendwo nachts aufstehen muss, um einen Server zu retten, sorry, dann hast du deine Technik komplett verkackt. Deshalb die Kernaussage von meinem Vortrag: Der faule Admin ist der beste Admin, der automatisiert seine Sachen so weit, dass er selbst, wenn er verschläft, wenn er keinen Bock hat, automatisiert noch die Krankmeldung macht. Wer von euch kennt dieses Git-Repo? Die es noch nicht kennen, schaut es an. Das ist der es geschafft hat, sogar beim Sternencode zu landen, weil er seinen kompletten Arbeitsablauf automatisiert hat. Der nervige Kollege schreibt eine E-Mail, einfach E-Mail-Posteingang scannen, automatisch eine Antwort gleich hinterher. Man sollte die Regeln, wenn es andere sehen können, vielleicht nicht Arschloch nennen, aber es ist wirklich das Wichtigste, wenn man etwas automatisieren kann und es auch noch nervig ist, man sollte automatisieren. Gut, jetzt habe ich ja vorher gesagt, wir brauchen zwei Sachen, damit wir ein fauler Admin werden können. Zum einen, die Admins müssen ihre Sachen tun, zum anderen die Entwickler. Wem von euch ist denn DevOps ein Begriff? Geil. Wer von euch will den Vortrag weiterhalten? Freiwillige? Verdammt. Jo, dann muss ich eigentlich gar nichts mehr erzählen. Also danke für die Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt DevOps. Nee. Was muss man als erstes ändern? Es gibt da große Sales-Trainings, viele Bücher. Das Phoenix-Projekt kann man sich durchlesen. Das Wichtigste ist, man muss die Kultur ändern. Wenn die ganzen Kollegen sagen, ja, es ist schön, dass wir jetzt DevOps machen, hat der Chef beschlossen. Was glaubt ihr, wie gut kann es funktionieren, wenn man zum Kunden jetzt hingeht oder wenn irgendein Vorstandsvorsitzender von einem Konzern sagt, wir machen DevOps, jetzt muss die IT-Abteilung auch noch entwickeln. Klappt das? Ich sehe nur Kopfschütteln. Ja. Also sorgt für sehr viel Stress und dafür, dass mein Gehalt bezahlt wird, weil dann kauft man sich nämlich externe Berater an oder ein, die können das ja dann auch.
Ich habe Kunden, das sind zwei Drittel extern, also zwei Drittel externe Mitarbeiter. Ich habe von Kunden gehört, überhören sagen, da ist nur noch ein Fünftel intern. Also ganz ehrlich, so ein bisschen interne Skills aufbauen ist nicht schlecht. So, Kultur, was muss man denn eigentlich machen? Man muss als Erstes dafür sorgen, dass auch alle mitmachen wollen. Wenn der Chef sagt, wir machen DevOps, ist genauso wie wenn der Chef sagt, wir machen jetzt agil, wir machen jetzt den agilen Wasserfall. Funktioniert genauso nicht. Nur weil man etwas das jetzt Hase nennt, einen Hund Hase nennen, macht noch keinen Hase aus dem Hund. Das machen Chefs immer ganz gerne. Man muss die Kultur anpassen, man muss mit den Leuten reden, was eigentlich damit einhergeht. Man muss erstmal verstehen, was in den Prozessen da ist. Die IT schimpft immer, die blöden Entwickler, die machen da was, das funktioniert nicht. Die Entwickler sagen immer, ja, die blöde IT, die brauchen uns Leute, um Bugs zu fixen. Die Bugs haben es auch selbst eingebaut, bei uns hat alles funktioniert. Die können das nicht, die ITler. Das ist so das Standarddilemma. Man hat zwei Gegenpole, die sich abstoßen und hat nur Stress. Wenn man dann aber anfängt zu erklären, beide Parteien reinzuholen und sagt, hey, wir haben da so eine CI-Pipeline, das ist ein Jenkins, der ist gut, nutzt ihn mal. Ach, echt? Ja, und dann teste ich lokal. Nee, du kannst Unit-Tests einbauen, du kannst Integrationstests einbauen. Echt, das geht? Machst du es jetzt? Ja, das zahlt mir keiner. Das ist so das Standarddilemma. Chef sagt, mach mal. Dann sagt man, ja, das kostet uns aber Zeit, um Tests aufzubauen. Wir müssen ein Tool-Asset aufbauen. Nein. Das heißt, das Erste ist wirklich die Kultur in der gesamten Hierarchie durchkriegen. Oder seinem Chef, ich habe eine Folie relativ spät, die zeigt so, Kosten sinken und alles andere wird besser. Ihm so eine Folie zeigen, kann man auch machen. Was braucht man sonst noch? Ich habe schon angefangen mit Jenkins. Alles, was irgendwo nervige Prozesse sind, automatisieren. Wer von euch richtet noch Server von Hand ein? Okay, es meldet sich ein paar. Warum? Erstens Fall halt. Also manchmal muss man ja noch einrichten, so ganz am Anfang halt, zum Testen. Okay, zum Testen und für zumindest um sein Modul, dass der Puppet oder der Arns, die Arns-Befehle darauf funktionieren. Das zählt noch, ja. Wer von euch verwaltet und wartet Server noch von Hand? Danach? Warum? Bitte schafft den Prozess ab. Genau. Dann, also man hätte auch sagen können, wir haben uns gut abgesprochen. Kommen wir zu Lean. Sorry, so ein Prozess gehört optimiert. Und am besten wegoptimiert. Eines der Kernprinzipien bei DevOps ist ja Lean Culture, Lean Strategy. Das sind scheiß Buzzwords. Das Wichtige ist, wenn man Prozesse hat, wo alle sagen, dass sie scheiße sind, könnte es einen Grund haben, dass die Prozesse scheiße sind. Dann sollte man vielleicht darüber reden und Prozesse auch ändern. Ja, Security ist wichtig. Es ist wichtig, dass man mit Security auch über seine Software redet, aber dass alles an mehrere Monate auf Security wartet, ist vielleicht ein bisschen schlecht. Gibt es immer so Abwägungen. Normalerweise bin ich auf der Security-Seite, dass ich es bewerten muss. Heute kann ich gegen Security schimpfen, das ist auch ganz angenehm. Genau. Dann das Wichtige auch, man muss irgendwo Transparenz schaffen. Eines der Kernfeatures, wo auch immer in den ganzen Sales-Trainings kommt, ist, gibt den Manager ein Dashboard. In der Regel irgend so ein Manager ab Führungskraft Ebene 3, der will nicht von euch einzelne Tickets sehen. Die freuen sich, wenn man ihnen einen Grafana baut, wo einfach am besten eine Ampel drauf ist. Ich sehe schon, ich habe Erfahrung mit Management. Das Wichtigste, wenn man dem Chef sagt, wir wollen Transparenz schaffen, wir haben dir hier die Top 10 Blocker automatisch, du kannst einen E-Mail-Report machen und du kannst alles automatisch noch Excel pipen und da weiter bearbeiten. Gut, ich habe Mitleid geplagt, das freut mich wirklich. Sowas ist das, was auch dann hilft. Es hält der IT-Abteilung die ganzen nervigen Kollegen vor der Tür. Man hat die Möglichkeit, dass man dann seine Arbeit wirklich machen kann. Einmal Dashboard eingerichtet, fertig, funktioniert. Das mit dem Dashboard ist auch das, wo man dann hinkommt zu Messungen, dass man sagt, ja, wann ist eine Software gut, wann ist es schlecht, dass man sich auch mit den Abteilungen einigt, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Ziele, was erwarte ich denn von dem Ganzen? Einfach, ist wirklich, wenn ein Business-Customer kommt, heißt es, wir definieren KPIs,
Ich sehe schon, auch hier haben wir Leute Erfahrung mit Businessmenschen. Man definiert einfach irgendein Ziel. Eine Software soll, unser System sollte 99,9% Uptime haben. Das ist ein beschissener Uptime, ich weiß, aber man hat schon mal eine definiert. Einfach Sachen beschreiben, die man messen kann, dass man sagen kann, du Chef, wir haben eine Mitarbeiterauslastung von 90%. Wir haben gesagt, wir brauchen für Notfälle 12% Puffer. Wir sind über der Bemessungslinie, wir brauchen eine Stelle mehr oder wir müssen hier jetzt aufstocken. Dass man einfach wirklich definierte Sachen hat. Es ist leider das auch in den Firmen, wo ich unterwegs bin als Berater. Das Management und die Führungskräfte, die wollen einfach nur Zahlen haben und sagen, wir sind über einem Wert oder unter einem Wert. Sobald man einfach nur sowas automatisch aus der Schublade rausholen kann. Ich habe keine Arbeit, diese Zahlen sind vorbereitet. Ich habe irgendein Dashboard dafür. Hält euch Management von den Fersen. Ansonsten, das ist das letzte Ding, wo auch extrem in Beratung ist. Man hat so seinen kleinen Beraterwerkzeugkoffer, das ist alles geheim. Das gibt man nicht weiter, es ist komplett gegen das Prinzip. Sharing is caring, das heißt, man gibt Informationen weiter, man sagt seinen Kollegen, hey, wir haben da was, man dokumentiert sein Wissen, was auch ganz vielen Firmen immer wieder kommt, auch in den Beratungen, dass man so einen Wissensaustausch einmal im Monat macht, den ganzen Tag, dass man einfach so irgendwelche Austausch-Events baut, dass Wissen weitergegeben werden kann. Das ist ein grundlegender Faktor von dem ganzen DevOps, dass einfach auch eine Wissensweitergabe gezielt gemacht wird, um den Busfaktor zu reduzieren. Wer von euch kennt den Busfaktor? Wunderbar, die Hälfte. Der Busfaktor, wie viele Leute können vom Bus überfahren werden, ohne dass es für die Firma jetzt untergeht? Bei ganz, ganz vielen Firmen liegt der Busfaktor bei 1. Wenn der Busfaktor kleiner 1 ist, haben wir ein Problem, und zwar ein großes. Ich habe Kunden, wo ich unterwegs bin, da gibt es genau eine Person im gesamten Konzern mit 30.000 Leuten, die ADFS verwalten und pflegen kann. Der Busfaktor da ist sehr, sehr, sehr schlecht. Genau, daher Wissen teilen, Wissen dokumentieren, sind die Grundprinzipien, wo man zu jedem Chef gehen kann, sagen, hey, wir wollen was aufbauen, es bringt dir Ersparnis. Warum will ich jetzt admin das Ganze? Eigentlich baue ich dann mir meine Pipeline auf und alles funktioniert. Und wir haben, die Folie habe ich leider falsch verschoben oder falsch kopiert, das Dilemma weg. Ich habe es vorhin nochmal gesagt gehabt, die Kultur ist wichtig. Was haben wir auch alles gemacht? Wir haben bei uns in der Firma einen Wissensaustausch aufgebaut, etabliert. Gibt es einmal im Monat Tage, wo man einfach sowas aufbaut. Wir tracken auch insbesondere, wie wir die Sachen gemacht haben und warum wir für einen Aufwand, ein Ticket jetzt 20 Tage gebraucht haben, wo man einfach sagen kann, da haben wir entweder nicht richtig geplant oder wir haben externe Einflussfaktoren. Das heißt, die Kultur ist an der Stelle nicht, ich bewerte jetzt einen Mitarbeiter. Wer von euch hat den Betriebsratvortrag gesehen? DevOps und Agile, die ganzen Sachen dienen nicht dafür, um einen Mitarbeiter zu bewerten, sondern einfach, um Erfahrungen zu sammeln. Man macht keine Storypoints, um zu sagen, boah, der Entwickler ist scheiße, der braucht für den Task 20 Storypoints. Es geht darum, dass man einfach bewerten kann, wie ein Team im Mittelmaß agiert, dass man sagen kann, worauf muss ich achten, was habe ich an Problemen. Ganz wesentlicher Faktor ist, wenn man damit arbeitet, die Continuous Integration, Continuous Delivery. Als IT-Abteilung, wenn man Kollegen hat, die schnell selbst lernen, was teilweise leider sehr selten ist, man baut einfach ihnen eine Jenkins, GitLab, Bamboo, irgendwas hin und sagt, mach einfach deine Bildpläne, das funktioniert und am Ende fällt was raus. Dann haben wir noch einen Knopf und das deployt sich automatisch. Hat das von euch schon jemand so live? Es waren jetzt ungefähr 10% des Saals, die sich sanft gemeldet haben. Wie deployt der Rest? Wer von euch deployt? Bei wem von euch bauen die Entwickler noch von Hand? Yes. Ein Einzelner, das ist eine sehr gute Quote. Wir sind uns einig, welche der Faktoren da nochmal überdacht werden sollte. Punkt Nummer 1, vielleicht Sicherheit. Es gibt Unternehmen, da musst du ständig so
durchzuarbeiten über drei Ebenen. Genau, es gibt aufgezeichnete Sessions, aber man kann durch Auditing, wenn die Prozesse sogar aufgebaut sind, dafür sorgen, dass sich der Admin gar nicht einloggen muss. Das ist viel besser. Ja, aber. Also, die Frage war: Es gibt Unternehmen, bei denen es standardmäßig so, dass Serverwartungen nur über aufgezeichnete Screen-Sessions, Terminal-Sessions gemacht werden kann, wenn dieser Rollout automatisch passiert. Das heißt, man muss nicht mehr überwachen, dass der Admin was macht. Und Jenkins, Bamboo und die Tools haben einen Audit-Log. Dann weiß ich, was passiert ist. Es ist halt immer eine Frage, wie man es mit Security spielt und ob Security einem vertraut. Also, man kann die ganzen Security-Prozesse auch durch die Tools erschlagen. Bringt mich auch zu dem Punkt, ich reite extrem auf der Kultur rum, weil das leider der Hauptblocker ist, auch bei den ganzen Kunden, wo ich bis jetzt gesehen habe, weshalb sowas nicht funktioniert, weshalb man immer noch kämpfen muss. Also ihr seht es, die Folien habe ich von zig anderen, die auch darüber geredet haben, schon kopiert. Das braucht man nicht neu erfinden. Man kann sich dazu ewig lange Vorträge von Amazon holen, von Atlassian. SlideShare, das ist nicht das Rad neu erfunden. Es geht um das Prinzip, die Kultur und die Menschen kommen immer als erstes. Danach sollte man sich die Prozesse anschauen und irgendwann danach die Tools. Es gibt immer wieder Chefs, die sagen, ich habe da ein geiles Tool eingekauft, wir sind jetzt besser. In der Regel funktioniert das mit, ich habe jetzt hier Jira gekauft, jetzt sind wir agil. Funktioniert übrigens nicht. Man ist auch nicht DevOps, nur weil man Bamboo aufgebaut hat. Das ist erst Kultur und Prozesse, mit den Leuten reden. Ganz viel, wenn man Prozessberatung macht oder IT-Beratung für so ein Produkt, was DevOps unterstützen kann, ist, Leuten Händchen halten und erklären, mach deine Kultur sauber, dann machen wir das Tool sauber, nicht andersrum. Genau. Deshalb, das Wichtigste bei sowas ist immer, das Team damit arbeiten und dass es auch vom Team anerkannt wird. Ihr seht schon, ich habe ganz, ganz viele Folien zum Thema Team mitgebracht. Was Entwickler sich immer weigern oder sehr oft weigern, ja, ich müsste jetzt einen Pull-Request machen. Entweder, ich habe ganz viele Leute, da gibt es noch SVN, kann man machen. Ich kenne dessen Firmen, da ist der Release-Prozess, dass man seine Entwickler für 2 Tage nach Hause schickt, die nichts mehr committen dürfen, dann jemand sauber von SVN Sachen zusammenkopiert und in SVN als Kopie umbenannt in einen neuen Ordner packt. Also die Versionshistorie damit ist leicht kaputt übrigens. Vielleicht sollte man da dann das Tooling anfassen und den Prozess und die Kultur. Also ein wesentlicher Faktor davon, wenn man sagt, man will DevOps, man will, dass Leute weniger arbeiten müssen, auch weniger Stress haben, ist, man arbeitet mit kleinen Inkrementen, man arbeitet mit diesen mit tollen modernen Techniken, Pair-Programming, Reviews, Pull-Requests. Wer von euch kennt keine Pull-Requests? Yes, alle kennen Pull-Requests, das beruhigt mich. Ich kenne Kollegen, die kennen es nicht. Deshalb einfach wirklich nutzt solche Techniken, schaut, dass man damit arbeiten kann. Nur weil ein Test fehlschlägt, wurde noch niemand geköpft. Maximal mit Nerfguns beschossen. Aber wer ein Bild zerstört, hat immer noch nicht das Live-System zerstört. Wer ungetestet irgendwas ins Live-System reinschiebt, der wird geköpft. Und das mit Recht. Ja, erst mit Nerfguns, aber mit den getuned mit der Stahlfeder. Meine Kollegen können ein Lied davon singen, ich habe die getunte. Die schießt übrigens auch über die Straße bis zum Supermarkt gegenüber. Genau. Deshalb, man muss einen Umbruch in der Kultur schaffen, in der Firma, der auch alle Abteilungen betrifft. Was ist dann in der Regel die Reaktion von Management und Co.? Oh mein Gott, jetzt habe ich gar keine Kontrolle mehr. Das ist wie bei Agile und Co. Die Teams machen jetzt was, aber wer sagt jetzt, was in mein Produkt reinkommt? Die machen irgendwie was und jetzt habe ich auch nicht mehr ein Team für Entwicklung, eins für Betrieb. Das machen es alle, da weiß ich ja nichts mehr. Da gibt es wunderbare Techniken, wo man seinen Kollegen quasi das aus seinem Management hinschicken kann. Es gibt Lego-Workshops, wo man mit Lego das Management in der Stadt bauen lassen kann, wo sie einmal alle Schmerzen erleben können mit, ja, jetzt müsst ihr deployen, ach, eure IT kommt mit dem Deploy nicht mehr hinterher, ach, ihr habt Tests vergessen, ach, jetzt ein Erdbeben, ist die Stadt kaputt. Das sind 2-stündige Simulationstrainings, wenn der Manager es nicht versteht. Die Trainings sind günstig, 2 Stunden haben die meistens Zeit, schickt man das Management einmal zu dem Training rein. Jetzt die Frage. Ist es nicht so, dass mit
mit DevOps zusammen die Manager umgetauft werden zu Leader? Das geht auch. Also die Frage war, ist es mit DevOps jetzt nicht so, dass die Manager jetzt Leader werden? Wenn es stinkt und aus dem Hund hinten rauskommt, kann ich es auch Blümchen nennen, ist trotzdem noch dasselbe. Es gibt jetzt wieder Bewegungen, es gab früher einen Auditor, den Lead-Auditor, den Lead-Pentester, ist egal, wie man es nennt. Also, es, teilweise sind... Was ich meine, Manager sollen eben nicht mehr kontrollieren und steuern, sie sollen ja die Leute befähigen und neugierig machen, eben als Vorbild sein, dass sie von sich aus ihre neuen Pakete entwickeln. Genau, also für den Stream und Aufzeichnung, also man soll Manager dazu bringen, dass sie das Team unterstützen. Was man da auch in der Unternehmensberatung hat, ist, dass man sagt, wie sie haben den Servant Leader, sprich, man dient dem Team und leitet es weniger. Das heißt, man befähigt seine Teams. Selbst das Servant ist das Wichtigste an dem Begriff, dass man, ein Leader ist immer noch ein Leitmensch. Das Primäre ist wirklich, dass es der Servant ist, der unterstützt. Weitere Fragen bis dahin, innerhalb der letzten 10 Minuten? Gut. Das ist für die, die das Ganze nachlesen wollen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst ist, wir haben Software, die wird entwickelt. Während wir entwickeln, wird schon getestet. Man macht sowas mit rein. Wenn irgendwas scheiße ist, sagt man es auch seinen Kollegen. Das ist diese Transparenz. Es gibt garantiert ganz, ganz viele IT-Abteilungen, die können ein Liedchen davon singen. Speziell die Leute von die unter euch, die Enterprise-Software betreiben. Es gibt den guten Spruch, das Enterprise, das muss wehtun. Wenn ich Kunden gewisse Softwareprodukte das erste Mal installiere oder vorführe, und die Kunden schauen dann zu, ja, das sind gute Fehler, die müssen da passieren. Also es ist, da hat man dem Hersteller noch nicht gesagt, dass es scheiße ist, gravierende Fehlernachrichten in der Erstinstallation zu bringen. Aber man hat es ihm gesagt, er hat das Ticket zugemacht. Es ist wichtig, dass man den Entwicklern das Feedback gibt und dass man auch einfach mal diesen Schulterblick bringt, dass man dem Entwickler zeigt, wie arbeitet die IT und der IT zeigt, wie arbeitet der Entwickler. Da kann man meistens auch ganz, ganz viel an Optimierungen reinbauen. Es ist recht, wenn der Entwickler auf seiner lokalen Maschine irgendeinen Scheiß baut. Genau. Welche Magie haben wir dann, was man nutzen kann? Also, das, was jeder von euch kennt, CI/CD, habe ich erzählt. Was unterdessen auch durch Presse, Facebook und Co. jeder kennen sollte. Man macht nicht einen Major-Release, das einmal im Jahr deployed wird. Man schaut, dass man regelmäßig innerhalb von kleinen, am besten Services deployed, AB-Tests macht. Das sind wirklich Standards, die man auch machen sollte. Und wer häufig deployed, hat entweder sehr viel Zeit oder hat es automatisiert. Wir haben es automatisiert, wir wollten irgendwie was anderes tun. Das ist auch Standard-Tool. Wer von euch nutzt Docker? Finde ich gut. Man sollte, wenn man Microservices nutzen kann und es sinnvoll machen kann, Microservices nutzen. Docker ist kein Security-Tool, das möchte ich an der Stelle immer sagen. Wer sagt, ich möchte sichere VMs haben, wenn er dann als Antwort Docker bringt, bitte einmal rausprügeln oder auf eine Schulung schicken. Docker ist nicht das Tool, das ich für sichere VMs mache. Docker ist für Reproduzierbarkeit was super klasse. Ich habe es einmal installiert, habe einmal ein Image vorbereitet und es verhält sich reproduzierbar. Ich habe auch Kunden, das sitzt sich 2 Tage beim Update von der Software daneben und sagt, jetzt hier ein Copy, jetzt hier ein Symlink. Ich bin auch schmerzgeplagt. Der Kunde ist ja so weit, dass er es doch irgendwie durch Images und Ansible nutzen möchte. Ist auch billiger. Genau. Dann die Überwachung und Protokollierung. Das ist das, wo man immer seinem Betriebsrat erklären muss, es wird alles gut, wir machen keine Mitarbeiterüberwachung. Es ist nichts, was gegen den Mitarbeiter verwendet wird. Es soll dem Mitarbeiter das Leben leichter machen. Es ist wirklich einfach messen, was im System passiert. Logdateien, wenn es Fehler gibt, erstellen, ist nichts Böses. Zu schauen, welche Anfragen extrem lange dauern, ist nichts Böses. Man muss nur erstmal dem Betriebsrat erklären, warum das Tool gut ist. Wer in Konzernen unterwegs ist, wird das ganz häufig haben. Und wir Kommunikation. Jetzt habe ich es angedroht. Es gibt so magische Buzzwords, die man seinem Chef sagen kann, wenn man es haben will. Ein Teil, ich fange von unten an, Sicherheit. Wenn ich automatisch deploy, meine Prozesse sauber laufen und auch schnell reagieren kann, habe ich natürlich mehr Sicherheit. Ich habe Teams, die zusammenarbeiten können. Ich kann skalieren, ich kann, wenn irgendwas auftritt, schneller eingreifen, schneller reagieren. Ich habe mehr Zuverlässigkeit, ich habe die raschere Bereitstellung. Das sind die Standard-Buzzwords, die man da hört.
Die Folien sind dann auch alle im Wiki. Was man auch dann auf den Standardfolien immer haben sollte, ist, es ist 30 Mal schneller, 200 Mal kürzere Zeiten und Folien für Management, wenn der Chef einmal Fragen hat. Genauso in dem Muster, wunderbar funktionierend. Es kostet dich weniger und wir sind schneller. Brauche ich es euch nicht erklären. Was haben wir bei uns in der Firma dafür gemacht? Wir haben bei uns fast alle Services und dessen Richtung Docker umgezogen, dass wir Docker-Dienste bereitstellen können, weil sie halt einfach reproduzierbar getestet werden können. Wenn es auf dem Entwicklerrechner in dem Docker-Container funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass es auch auf dem Produktivsurfer und auf den Testsurfern im Docker funktioniert. Und es kann nicht von Hand im Docker reingepfuscht werden. Haben wir einigen alten Entwicklern sehr viel Schmerzen bereitet, wo wir gesagt haben, du darfst nicht mehr im Live-System dir etwas ändern, das ist jetzt ein festes Image. Ja, aber ich muss einen Hotfix einspielen. Ja, du musst den Hotfix im Git einchecken, dann gibt es eine CI/CD-Umgebung, da wird was gebaut und das kann man dann ausrollen. Hat man ein bisschen Schmerzen bei alten Entwicklern. Jetzt kann man einmal wieder die Werbefolien von AWS und Atlassian sehen. Bei Atlassian ist es eine Continuous Integration 8, AWS hat es mit seinen Services geschrieben. Man will immer das Gleiche machen. Man baut seine Tools, man testet automatisiert, man release es, dann schaut man, was passiert. Das heißt, man monitort die Tools und das, was man als Feedback bekommt, wird auch wieder in den Prozess mit reingenommen, dass wir da keinen Stress haben, dass wir einfach Feedback haben, was muss gemacht werden. Das Zweite, was wir gemacht haben, außer dass wir automatisch bauen, wir haben es mit Ansible gemacht. Man kann das Ganze auch mit Chef machen, mit Puppet. Wir wollten nur keinen zentralen Master haben, hat es in unserer Architektur nicht gelohnt. Wir wollten deployen können mit reproduzierbarer Config. Das Wichtigste, was man da haben sollte, ist wirklich Config as Code. Das heißt, ich habe einmal festgeschrieben meine Konfiguration und die wird ausgerollt. Da kommt niemand mit der Kommandozeile, loggt sich auf den Server ein und rollt seine magischen Bash-Scripts aus. Macht das noch jemand bei euch? Traut sich jemand, das nicht zu sagen, möchte sich heimlich melden? Okay. Also, man sollte wirklich das manuelle Eingreifen wirklich wegkriegen. Wie man es auch nutzt, ne? Wir provisionieren komplett auch AWS und alles damit automatisiert. Es gibt, glaube ich, gab vor mir den Vortrag mit Heimserver automatisieren. Einfach wirklich das Dach automatisieren und Config as Code und bitte nicht Config as Wiki-Seite. Ich will keine Config-Files hin und her kopieren. Gut, das bringt mich in Anbetracht der Zeit auch zur letzten Folie. Habt ihr noch Fragen? Und übrigens für Suchmitarbeiter. Der wichtige Teil ist, habt ihr noch Fragen? Also wenn ihr Fragen habt, zeigt auf. Ich bringe das Mikro zu euch, damit auch der Stream alles gut hören kann. Ansonsten, ich bin auch offen für Feedback, wenn ihr mir gar nicht zustimmt, wenn ihr Sachen anders seht. Feedback ist ein wichtiger Teil von der Kultur. Gut. Ich habe mal was über Google SRE gelesen und wie die dann ihre KPIs oder Verfügbarkeit messen bzw. Zielvorgaben geben. Und wenn da Puffer übrig ist, dann erlaubt man eben auch der IT mal häufige Frequenz Sachen zu ändern. Und wenn es halt viel schief läuft, muss man wieder ein bisschen länger warten. Was hältst du von diesem Ansatz? Oder kennst du ihn? Den Ansatz kenne ich nicht, aber es klingt extrem vernünftig, seiner IT auch Luft zu geben. Wer ein IT auf 100% fährt, der hat nicht verstanden, wie das System funktioniert. Also es gibt bei dem Sales Training, wo ich mal war, die Ansage, wenn die IT nur Feuerwehr macht, dann haben wir zwar gelöschte Brände, wir können aber das Entstehen neuer Brände nicht verhindern. Das heißt, eine IT sollte eigentlich auf 80% laufen. Man muss neue Tools anschauen, man muss sich in neue Techniken einarbeiten. Es ist absolut nicht skalierend, nicht zielführend, irgendetwas auf 100% Last zu betreiben. So, ich hatte hier hinten eben noch eine Frage gesehen. Jo, danke, noch fürs nochmal aufzeigen. Jo, es ist jetzt einmal die beiden Themenbereiche Operations und Entwicklung, aber hast du das auch mal versucht, auf andere Gebiete zu übertragen, wie zum Beispiel QA und Entwicklung? Also da gibt es ja auch so ein paar, die voneinander nichts wissen wollen und halte ich auch immer für schädlich. Ja, das voneinander nichts wissen wollen ist der größte Fehler, aber wenn IT-Abteilungen sowas sagen oder andere Abteilungen, ist das Schwachsinn ohne Ende. Also da kann man jetzt auf das agile Vorgehen verweisen. Man hat Experten aus allen Abteilungen im Team drinnen.
Der Datenbankler muss mitentwickeln, aber macht auch Datenbanken. Man hat in seinem Team auch einen Tester drinnen. Das ist totaler Schwachsinn, dass man sagt, wir werfen jetzt über den Zaun, jetzt sind die Tester dran. Also man führt die Teams zusammen und es soll alles ein engeres Miteinander werden. Das Denken in Abteilungen und Gruppen ist absolut kontraproduktiv, macht solche Prozesse kaputt. Deshalb es ist wirklich für den Erfolg von dem Gesamten wichtig, dass die Teams zusammenarbeiten. So, weitere Fragen? Dann war das sonst nämlich die Punktlandung. Ja, es kommt noch eine kurze Frage von mir auch. Du hattest ja Ansible angesprochen und auch, dass die Ops-Leute dann nicht noch irgendwelche Shell-Magie machen sollen. Was hältst du von solchen bekannten Ansible-Rollen? Shell-Exec, 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 Shell-Exec? Du hast gesehen, was passiert, wenn man das macht. Da kommt eine fette rote Warnung, dass man das nicht machen soll. Es gibt Befehle, die kann man teilweise nicht anders machen. Dann sollte man sich überlegen, warum man den Befehl wirklich da braucht. Also generell ist es keine empfohlene Praxis, das zu tun. Es gibt in der Regel immer Pakete dafür, um es zu unterstützen. Please don't do it. Dann vielen Dank, Felix.